So, ich werde noch mal ein paar Impressionen aus dem Garten aneinander schalten, um euch richtig neugierig zu machen und von der Methode zu überzeugen. Deswegen werde ich von einzelnen Kulturen einfach ein paar Aufnahmen machen. Sind die Erdbeeren. Bilder sagen mehr als Worte. Was habe ich da hinten? Da sind noch mehr Erdbeeren. Kopfsalat und Grünkohl, Petersilie. Schaut, wie dicht die Bepflanzung ist. Kopfsalat, Kopfsalat, Petersilie, Grünkohl, Grünkohl. Schöner Eisbergsalat. Noch ein Eisbergsalat. Daneben Brokkoli. Eine Reihe. Und daneben Grünkohl. Dicht auf dicht. Sellerie. Sechzehn Pflanzen pro Quadratmeter. Die 16 ist häufig eine magische Zahl in diesem Gartenanbau. Denn es ist alles bezogen pro Quadratmeter und die meisten Pflanzen oder viele Pflanzen werden in dieser Menge pro Quadratmeter gesetzt. 16. Zwiebeln 100 Stück pro Quadratmeter. Mit prächtigem Wachstum. Schaut mal, wie eng die stehen. Unglaublich. Es wird natürlich kleinere und größere Zwiebeln geben, das steht außer Frage. Aber das macht nichts. Die Gesamtmenge, Erntemenge entscheidet. Bohnen, Nester. Hier steht noch ein bisschen Unkraut dazwischen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Gerade da, so direkt an den Pflanzennestern selber. Das muss man entfernen. Ansonsten machen die Bohnen bald alles dicht. Und auch hier.
hier ist ein Weg zwischen den Bohnen und den Zwiebeln und auch der wird zugewuchert werden im Laufe der Wachstumsperiode. Kopfsalat. Heute werde ich Kopfsalat an die Nachbarn verteilen. Das wäre nämlich wirklich sehr schade, wenn der verkäme, vergammeln würde. Was hatte ich hier? 30 Pflanzen, glaube ich, ne? Ja. Hier schon geerntet. Ach du Shit, ich glaube, ich spinne. Hier hatte ich einen geerntet. Oh, guck mal hier, da ist der Stubben. Und da wächst er schon wieder nach. Das ist doch irre. Alter, das gibt's doch gar nicht. Das ist ja Hammer. Okay, Kopfsalat. Tschüss. Das ehemalige Saatkohlbeet. Prächtige Pflanzen. Wirklich prächtige Pflanzen. Hier sind die Steckrüben. Hier ist noch ein wilder Kopfsalat. Perfekt, wirklich perfekt, ich sag's euch. Bisher. Die Fruchtbarkeit des Bodens ist eine Sache, das Wetter ist das andere. Wenn man viel Pech hat und das Wetter sehr, sehr schlecht ist, dann hilft einem auch die beste Fruchtbarkeit des Bodens nichts. Das muss man sich natürlich immer bewusst machen, bei all den Bildern, die ich euch zeige. Ich habe dieses Jahr die Bodenfruchtbarkeit auf das Maximum gebracht, muss ich schon sagen. Eine andere Komponente ist natürlich die Frage des Wetters. Diese beiden Komponenten spielen eine Rolle. Bei der einen können wir Einfluss nehmen, bei der anderen natürlich nicht. Okay. Ja, bei den Kartoffeln gibt es nicht so viel zu sehen. Die sind einfach nur groß und dicht. Hier ist noch ein kleines Loch, das wird aber auch zuwachsen und die stehen super. Tolle Pflanzen. Der Reihe nach durch, fangen an zu blühen. Perfekt. Kartoffeln. Lecker. Hier sind die Süßlupinen. Die hatte ich heute noch nicht gezeigt. Und die fangen hier an zu blühen. Da ist eine Blüte da oben. Und ich bin wirklich neugierig. Erstmal, ob sie ein Stützgitter brauchen. Das ist die Frage, die sich mir stellt als nächstes. Und die Frage ist noch, ob es bei dieser einen Blüte bleibt, die da oben rauskommt, oder ob es mehrere Blüten gibt. Da bin ich schon sehr neugierig, das zu beobachten und dementsprechend natürlich auch, welche Ernte ich habe. Ansonsten haben sie sich gut entwickelt. Und die stehen gut. Kann natürlich passieren, dass irgendwann das stark regnet und es sehr windig wird und sie dann umknicken. Ist möglich. Schauen wir mal, was passiert. Die Pflanzen selber sehen ganz gut aus. Was heißt ganz gut? Sehen gut aus. Der Spinat, den ich heute verarbeiten werde. Eigentlich schon viel zu groß, aber er ist schön anzuschauen und ich werde natürlich die Spitzen verarbeiten.
ein leckeres Essen von machen. Und dann werden die Mairüben, die dann noch in der Mitte sind, vollkommen verdrängt. Die werden dann auch mehr Platz haben. Seht ihr die da? Da unten. Und dann werde ich die Reste des Spinates mit dem Spaten klein hacken, eingraben und hier in diesem Bereich werde ich dann noch 2-3 Kürbispflanzen setzen, so dass ich dann auch hier in diesem Beet mehrere Ernten habe in einer Wachstumsperiode. Tolle Sache mit dem Spinat, ganz toll gewachsen und schön ist halt auch, dass der Spinat, dieser Blattspinat in Kombination mit dem Neuseeländer Spinat einen fast das ganze Jahr über dann mit Spinat abdeckt. Erstmal im Frühjahr die ersten